Eines der wohl besten TCG-Produkte 2022 ist die Strahlendes Evoli-Kollektion aus dem Pokémon Go-Set. Diese wollen wir heute öffnen und ja, wir haben noch ein paar One-Karten und die, hoffe ich, ziehe ich. Was geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Wir switchen mal die Perspektive und oh, da ist ja gar keine Playmat. Das hat auch einen Grund, und zwar ist hier in dieser strahlenden Evoli-Box ist eine Playmat drin und die werden wir natürlich auch für das heutige Opening verwenden. Ihr seht hier auch die Box, die ist wirklich mega geil. Also ich freue mich wirklich sehr, dass ich die nochmal aufmachen kann. Ist diese Evoli Playmat nicht wundervoll? Ich glaube, ich werde sie auch auf jeden Fall für eine Weile verwenden. Also es ist halt wirklich schön. Und die Box kommt mit einer ebenso wunderschönen Evoli-Promokarte, strahlendes Evoli an dieser Stelle. Und ich muss sagen, ihr seht, das Centering ist stark. Das heißt, diese Karte ist Potential für meine nächste PGS-Submission. Außerdem gibt es natürlich wie immer noch einen Promocode, den ihr euch gerne wegsnacken dürft. Ein persönliches kleines Highlight ist dieser wirklich unglaublich niedliche Shiny Evoli Pin, den ich auch auf jeden Fall behalten und nicht weggeben werde. Aber na klar, der Main Act sind natürlich die 8 Booster. Also strahlendes Bisaflor würde ich ganz gerne nochmal auf Deutsch ziehen. Das habe ich bisher nur auf Japanisch gezogen, dafür zweimal schon. Damit ich halt einfach das deutsch-englische Set einfach nochmal voll habe. Und ja klar, über Dragoran, Rainbow oder hier Mewtwo Rainbow würde ich mich natürlich auch irrsinnig freuen. Aber wir wissen, dass diese Boxen sehr viel hergeben können oder gar nichts. Natürlich ist auch die Evoli Playmat mit am Start. Und wir gucken einfach mal, was die Box heute für uns bereithält. Wir haben im ersten Booster eine Wasserenergie. Wir haben ein Arialos, Glutexo, Pupita, Evoli ist am Start. Wir haben Glumanda, Griffel, Bisasam, Kamau. Wir haben Arctos und dahinter ein Lapras in der Holo-Karte. Gehen in Booster Nummer 2 rein. Also es wäre auf jeden Fall nice. Die Hitrate von Pokémon Go ist garbage, wenn ich das mal so sagen darf. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir hier irgendwie wenigstens mit einem nicen Hit rausgehen. Da wäre ich auch schon völlig zufrieden auf die ganzen Booster. Wir haben ein V-Star-Coin. Wir haben Kamerupt. Wie spricht man die aus? Ich würde sie Blanc aussprechen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Wir haben Phasersnob, wir haben Onyx, Bidifas? Man denkt immer Farbigel, das ist Bidifas, alles klar. Fleckmon, wir haben wir haben Carpador, habe ich da was gesehen? Ah, Glumanda und ein Pikachu, schade. Ich dachte kurz, ich hätte eine strahlende gesehen. Und es ist lange her, dass ich einen wirklich großen One-Card-Hit selber gezogen habe. Klar, für euch ist mein 400-Abonnenten-Special noch nicht so lange her, aber das habe ich halt schon Anfang Juni aufgenommen. Daher, für mich ist es tatsächlich schon etwas länger her. Das ist jetzt Booster Nummer 3. Genau, und wer weiß, vielleicht gehen wir hier mit einem Hit rein. Wir haben ein Stahlenergie, wir haben Pupita, wir haben Chanaira, den guten Spark, Griffel, wir haben Meltan, Shiggy, Navitaub, Glumanda, Griffel und Zapdos. Leider kein Hit. Es gibt da meiner Meinung nach Sets, auf die ich deutlich gehypter bin. Beispielsweise habe ich jetzt oder sind jetzt gerade für mich, ihr seht dieses Video wahrscheinlich erst im Oktober, aber ich nehme es im September auf, es sind gerade die ersten Leaks von V-Star Universe rumgegangen und die lösen weitaus größeren Hype aus, als es für Pokémon Go überhaupt je gab. Wir haben ein Psychoenergie, wir haben Pokestop, Stalos, Xatu, Evoli, Shiggy,
Pikachu, Beefas, nicht Farbigel, wir haben Alola Radfratz, Gyarados in Reverse und ein Turtok, non-holographic. Naja, okay, also das war jetzt die Hälfte der Box und bisher, wie ich gesagt habe, bisher absoluter Garbage. Für mich hat es sich trotzdem gelohnt, diese Box zu kaufen, nämlich weil ich diese Playmat habe, die ich auch gerne haben wollte. Und eben auch, weil ich diese strahlendes Evoli-Karte bekommen habe, die tatsächlich auch, sie ist nicht perfekt gesentert, aber sie ist zumindest in einem so guten Zustand, dass ich sie vielleicht graden lassen werde. Was ich mit der anderen mache, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich behalte ich die dann im Ordner. Aber ja, das ist ja, kann man ja dann immer wissen. So, come on. Übrigens, Mewtwo wie alternativ gehört nicht zu meinen One-Karten. Das würden sich vielleicht einige nicht denken, aber es ist so. Mewtwo wie alternativ gehört nicht zu meinen One-Karten. Wenn ich es ziehen würde, wäre sehr geil, dann könnte ich es nämlich verkaufen. Wir haben Candela, Lunastein, wer weiß, vielleicht behalte ich es auch mal gucken. Bisaknosp, wir haben Shiggy, Meistergriff, Meltan, Glumanda. Wir haben Griffel, strahlendes Bisaflor, sehr, sehr nice. Sehr geil, das ist jetzt dann schon das dritte Mal, dass ich sie gezogen habe. Aber sehr geil, dann habe ich sie nämlich auf Deutsch, Englisch voll. Und dahinter sehe ich noch was. Wir haben ein Relaxo. Ilta hat er mich ein bisschen getriggert. Aber ey, richtig nice. Ich habe einen One-Karten-Hit habe ich herausgesucht. Ich will erstmal gucken, wo meine Hüllen hier sind. Normalerweise behalte ich ja doppelte Karten eigentlich nicht. Außer ich habe halt eben eine gegradet und eine für den Ordner. Aber ja, come on. Wie geil wäre das, wenn wir jetzt aus den drei Boostern noch das Glurak und das Turtok rausziehen. Das wäre so krass, dass es schon nicht mehr feierlich wäre. Wir haben eine Pflanzenenergie. Wir haben Blanc, Bisaknosp, Shiggy, Navitaub, Glumanda, Evoli, Natu, how do you do? Wir haben Zapdos und Melmetal. Klar, kein Pokémon Go Opening ohne Melmetal. Ich weiß nicht, ob die Karte irgendwie überhaupt irgendwas wert ist. Keine Ahnung. Lass sie einen Euro wert sein. Zwei Booster haben wir noch. Wir haben eine Wii und eine strahlende Karte. Definitiv nicht schlecht so. Wir hätten es schlechter treffen können. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht noch einen Hit rausziehen. Vielleicht auch keine Wii-Karte. Vielleicht etwas über eine Wii-Karte. Aber ey, wir wollen nicht undankbar sein. Wir haben eine Wasserenergie. Lamus, Kalcha Candela, Lunastein, Pikachu, WhatsApp-Nachricht, Weberak, Vidiza, wir haben Glumanda, Shiggy in Reverse und Tektas. Leider nichts. Last Pack Magic, Leute. Last Pack Magic muss jetzt was reißen. Das wird richtig cool. Last Pack Magic, ich sag's euch. Das wird das Booster des ganzen Openings. Im positiven oder im negativen Sinne. Eins von beiden. So, Gott, okay. Und wir haben eine Stahlenergie. Sonfil, wir haben Ariados, Glutexo, Beefas, Bisa, Fleckmon, come on, ein Hit noch. Griffel, wir haben Lavita und Melmetal. Ach, Melmetal ist halt nichts, was man zum x-ten Mal sehen will. Aber ich gehe nicht unzufrieden raus. Ich habe eine Wii-Karte, die ich literally auch jetzt gleich schon wieder einpacke und verkaufe. Und ich gehe halt mit der Promokarte und mit dem strahlenden Bisaflor raus, was ich gerne nochmal auf Deutsch oder Englisch gehabt hätte. Also im Endeffekt bin ich nicht unzufrieden, auch wenn es jetzt nicht allzu krass war. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr jetzt einen Daumen hoch geben und kostenlos abonnieren. Das könnt ihr hier neben mir direkt erledigen. Da findet ihr auch ein speziell auf euch zugeschnittenes Video. Ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.